Der Komiker Claudio Zuccolini hat im Moment gar nichts zu lachen. Seine Nummer im Zirkus Knie findet einfach niemand lustig. Komikerkollegen leiden mit dem Claudio Zuccolini mit. Sie können genau nachfühlen, wie es ist, wenn man das Publikum nicht zum Lachen bringt. Die Komikerkrise war gestern darum auch das Gesprächsthema im Tourneetheater «Das Zelt». Martina Kelly. Es sind die Lacher aus dem Publikum, die für einen Komiker so wichtig sind. Das erfolgreiche Duo Divertimento kommt sie gestern Omas über. Mit ihrem kritisierten Kollegen Claudio Zuccolini leiden die beiden im Zelt mit. Ja, Geduld. Und es ist halt sehr schwierig, wenn so viele Medien berichten. Das reißt einem so ab. Ich kann mir vorstellen, der kann nicht mehr schlafen und nichts. Und das ist Horror. Ich hoffe, er kann irgendwie abschalten zuhause. Saufen, ein bisschen mehr Malenser, Blauburgunder, dann geht es dir besser. Statt Höhenflüge im Zirkusknie erlebt Claudio Zuccolini im Moment den Totalabsturz mit seinem Programm. Für den Neokomiker Stefan Büsser ein Albtraum, wenn die Kritiker einem so verreissen. Das ist natürlich jetzt besonders schwer für ihn, weil jeder sitzt jetzt im Publikum und denkt, oh, das ist der, was im Blick geschrieben haben, der ist nicht lustig. Und dann sich zu beweisen, ist umso schwerer, aber ich glaube, er kann das. In strahlende Gesichter bei den Zeltbesuchern schaut auch die Komikerin Helga Schneider, früheres Mitglied der AK Pickles. Sie wünscht sich, dass der Applaus auch bald wieder Claudio Zuccolini gehört. Also er tut mir so leid. Claudio, wirklich, ich komme dich wegen dem schauen. Ja, wir können dich unterstützen. Ja. Unterstützen und mit frischen Unterhosen jeden Abend. Ja. Luftsprünge soll er wieder machen können, findet das Komiker-Duo Lapsus. Einfach sage ich das sicher nicht. Wenn du durch die ganze Zeit hörst, es ist schlecht und du neue Sachen machst, dann schaust du ganz anders an und genießt es gar nicht. Du schaust, was empfehlen, warum ist es schlecht? Und das finde ich eine total beschissene Ausgangslage, auf Deutsch gesagt. Entschuldigung, aber ja. Für mich ist klar, ich gehe nie in den Knie spielen. Mache ich nicht. Nein, es ist unglaublich eine schwierige Voraussetzung, die der Knie mit sich bringt. Gerade Premierenpublikum, wenn du wirklich die ganze Prominenz hast und Journalisten. Soll ich euch mal sagen, was das für ein Publikum ist? Stefanie Berger und auch alle anderen Komiker wünschen dem Claudio Zuccolini, dass er etwas aus dem Fokus der Kritik geratet und mit seinem angepassten Programm bald Erfolg feiert. Und optimistisch ist Claudio Zuccolini an der Premiere des Zirkus Knie. Ja, wir haben ja etwa 200 Vorstellungen dieses Jahr. Also ich habe auch die Chance, um eigentlich jeden Tag noch besser zu werden.